So, da ist der Zylinderkopf. Hier sind die neuen Ventile. Geplant werden muss er nicht. Der ist weder verzogen noch hat er Spiel. Von daher einfach sauber gemacht. Ob das überall so passt, wie es soll. Spiel klappt auf, das heißt, ich gehe jetzt, werde jetzt ein für ein 16 neue Ventile einschleifen, 8 Auslass und 8 Einlass. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Im Prinzip kein Hexenwerk. Schleifpaste gleichmäßig, so gut es geht, oben auftragen. Dann sollte man vielleicht ab und zu eine Brille gebrauchen, das wäre super. Und den Löcker rauf. Oh, falsche Seite. Zack. Und immer dran denken. Bisschen versetzen. Und man hört dann schon. Man hört dann am Schleifgeräusch. Wann es gut ist. Und dann schaut man sich das Schleifbild selbst an. Man sieht auch schon am, also wenn die Schleifpaste drauf ist, sieht man schon, wie die verteilt ist. Und man sieht es auch hier drin, wie es verteilt ist. Dementsprechend machen wir das jetzt sauber und schauen dann nochmal. So, jetzt nimmt man ein bisschen Bremsen rein. Macht den Spaß sauber. Hier auch. Und hier dran sollte sich sowieso nicht groß irgendwas verändern. Sonst wäre es von Haus aus Mist. Und hier sieht man auch super Schleifbild. Natürlich muss das nochmal ordentlich gereinigt werden. Aber das nachher beim Spülen nochmal. So, jetzt haben wir es nochmal beim zweiten. Schleifpaste gut verteilen. Den Lepper rauf und dann gewinnen. Wie hört das? Hallo? Bisschen viel Fett drauf gekommen, dann rutscht er weg. Also falls man jetzt dieses Geräusch von hier neben den Autogeräuschen hört, man hört das von ganz grob bis zum ganz feinen Schleifgeräusch. Beim Anheben immer um ein paar Grad versetzen. Thank you.
Tja, und dann beim Rausholen mal schauen. Das sieht super gleichmäßig aus. Von daher sollte das hinhauen. Und hier sieht man auch nach dem Abspülen der Schleifpaste. Hier sieht es gut aus. Hier haben wir noch ein paar kleine Punkte drin. Das heißt, da müssen wir nochmal nacharbeiten. Da fangen wir nochmal von vorne an. Und es ist fast kein Geräusch mehr zu hören. Das heißt, es ist prima. Und so gehen wir jetzt mit allen anderen auch einschleifen. Und dann schauen wir weiter. So. Jetzt sind neue Ventile eingeschliffen. Man sieht es komplett. Alle 16 sind neu. 8 Einlass, 8 Auslassventile. Ja, jetzt geht es nochmal ans Dichtheit prüfen und dann Federn rein und dann schauen wir mal. So, der Zylinderkopf ist wieder drauf. Jetzt kommen die Schrauben rein. Dann kommen die Stirnräder wieder rauf und dann wird der Zahnriemen gewechselt. Ja, Auspuff alles wieder dran und dann schauen wir mal. Also er hat jetzt neue Ventile bekommen, der hat neue Ventilschaftdichtung bekommen. Ja, und jetzt geht er halt wieder zurück mit allem, was man erneuern kann, erneuert. Ja, und dann schauen wir mal, was dann passiert. Was mir aufgefallen ist, hier ist eine andere Auspuffkrummerdichtung wieder dabei in dem Pack. Die hier drauf saß, war so ein dickes Ding, die nachgibt, die wird dann scheinbar irgendwie weich. Die neue, die jetzt dabei ist, die ist wieder, hier sieht man das eventuell noch, hier dem Muster, das war so ein geriffeltes Zeug, das sah aus irgendwie wie Asbest oder irgend so ein Gelumpe. Und das Zeug sieht man hier, hier ist total dunkel. Die hat hier geleckt und die hat hier geleckt, weil die und die Mutter los waren. Das heißt, wenn man die anzieht, muss man die wahrscheinlich nach einem Monat nochmal kontrollieren, weil das Material setzt sich scheinbar und dann lösen sich die Muttern. Unten die Schrauben waren fest und oben die Muttern waren lose. Das Blöde ist, hier ist ja das Hitzeleitblech drüber und deswegen sieht man das natürlich nicht und man hört es nicht. Das zischt zwar, aber durch das Material dämpft es wahrscheinlich so ab, dass man das irgendwie nicht mitkriegt. Wenn man davor steht, da zischelt nichts. Das ist schon komisch. Man kriegt nur eine Meldung, dass er verkehrt einspritzt. Logisch, wenn er Luft zieht, kriegt er verkehrte Werte und regelt dementsprechend die Einspritzmenge. Ja, komische Sache. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder eine Stahldichtung dabei. Nämlich jene. Schon komisch. Naja, schauen wir mal. Und zum Feststellen der Stirnräder und zum Einstellen diese beiden Kunststoffhalter, die setze ich im Link wieder unten drunter. Kosten um die 10 Euro, sollte man eigentlich da haben.